die reale Realisation der Realität. Ja, die reale Realisation der Realität ist so real, dass sie sich so relativ realisiert, dass nichts als Realität übrig bleibt. Sie ist dann so relativ real, dass sie gleich absolut relativ real ist. Die Relativität der realen Realität bleibt nur so lange relativ, solange es einen Relativen gibt, der sie als relativ bezeichnen könnte. In dem Moment, in dem der Relative sich als den Absoluten erkennt, wird die Relativität zur Absolutheit. Absolute reale Relativität, absolute Realisation der Realität als reale Erfahrung dessen, was ist.